Ja, hallo. Ich mache hier wieder ein Video, eine kurze Einführung zur Luminar IE. Und zwar ist das die aktuelle Version von Luminar IE, Luminar Update 5. Ja, also Luminar IE 1.5.0, 85, 88, also die aktuelle Version von Luminar, die es aktuell gibt. Es gibt nicht viele Neuerungen in diesem Update eigentlich, nur einige, und zwar das auch nur eine sehr kleine, wo man in der Himmel nun Bearbeitung, Austausch, Vorschläge bekommt. Dann habe ich allerdings, es gibt hier ja mittlerweile auch schon einen Link, wo man das ganz neu dann, was in der nächsten Zeit rauskommen soll, das Luminar Neo, einen Link gefunden, und da ist diese Luminar IE in der Mac-Version bereits verfügbar, wo man es runterladen kann. Ja, ich lade hier zunächst ein Bild hinein. Und zwar nehme ich mir hier Kirchlerne hin. Genau wie es spielt. Dauert ja einen Augenblick, bis hier hineingeladen ist. Ah, jetzt. Ja, das hier ist ein Bild von der Schollenmühle, einer Torfabbaumühle, die es in der Schweiz ganz gibt, so in der Nähe bei Eichstätten. Und ich habe dort mehrere Fotos gemacht. Und ja, ich möchte eben hier diesen Himmel austauschen. Und das ist eben genau diese neue Funktion, die in Luminar 1.5 hinzugekommen ist, beim Himmel austauschen. Ich gehe hier auch gleich in hier hinein. Und Luminar IE macht mir bereits dann Vorschläge, welchen ich verwenden kann für dieses Bild. Ja, und sagt, also diese drei Hebel könnte ich beispielsweise verwenden, oder wenn ich hier einen anderen auswähle. Dann dauert es wieder einen kurzen Augenblick. Ich könnte natürlich auch eigene Bilder hineintun, eigene Himmelsbilder. Und auch hier macht es wieder Vorschläge, also hier zwei. Könnte natürlich auch, sieht man hier für dieses Foto, also diese zwei schlägt aus der Sammlung vor. Und dann hat er hier einen, der mit dem Marktplatz verknüpft ist. Luminar will natürlich auch Geld verdienen und schlägt dann immer einen aus dem Marktplatz vor von Luminar. Und man könnte natürlich auch eigene Bilder hinein. Nein, nein.
Ja, das sind diese diese neue Funktion von Luna, die es in 1.5 gibt. Es gibt zwar einige Bugs, die Skylum im Programm verbessert hat. Da gibt es aber keine genauen Hinweise, welches die sind. Und es sind mehrere neue Kamera-Funktionen dazugekommen. Ja, jetzt hat er dieses Bild hier bereits hineingerechnet. Bei der Bearbeitung selber hat es keine Verbesserung oder Neuerung gegeben. Darum gehe ich hier nicht drauf ein. Ja, wie gesagt, ich habe da hier bereits der Link zum Luna Neo, wo man es vorbestellen kann, angeboten wird. Ich habe hier auch eine Version gefunden, allerdings für die Mac-Version. Und den Link, wo man dieses Luminar Neo runterladen kann, den gebe ich in die Videobeschreibung. Danke fürs Zusehen, dass ihr euch das Video angeschaut habt. Bis zu einem meiner nächsten Videos. Danke.